Frodo, die Reime, die die Fans uns schreiben, werden langsam ganz schön stumpf. Random Game Facts 1, 3, 5. This is you. This is literally you. Final Fantasy 8 ist ein gutes Spiel, aber hättet ihr gedacht, dass das tatsächlich mal Gegenstand der Killerspiel-Debatte war? Wir springen zurück ins Jahr 2000. Da hat ein Jugendlicher in Spanien mit dem Namen José Rabadán seine Eltern und seine Schwester mit einem Katana umgebracht. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, hatte der psychische Probleme, wurde der gemobbt? Was könnten denn die Bewegungsgründe für sowas sein? Aber wenn man ein richtig gutes, integres, journalistisch wertvolles Magazin ist, was macht man? Man geht in das Zimmer des jungen Mannes und findet dort das hier. Final Fantasy 8. Und ihr seht, hier ist er drauf, Squall Leonard. Und was hat der? Der hat auch ein Schwert. Und irgendwo im Spiel gibt es ja auch den Moment, wo er denkt, er müsste seine geliebte Renoir umbringen. Also ist ja ganz klar, der José, der hat sich davon inspirieren lassen. Problem daran, A, bringt ja Squall seine Geliebte gar nicht wirklich um. Und zweitens, wenn man sich den Speicherstand von José anguckt, sieht man, dass er so weit im Spiel noch gar nicht war. Der hat diese Szene gar nicht mitbekommen. Der kann sich also davon auch gar nicht inspiriert haben lassen. Aber gut, der ist trotzdem in Knast, 8 Jahre. Klar. Und Final Fantasy ist schuld. Ich meine, wie gesagt, Schwert, liegt nah. Deswegen hat er auch 8 Jahre Knast gekriegt, ne? Final Fantasy 8. Apropos Killerspiele, jetzt kriege ich bestimmt ganz doll auf den Sack in den Kommentaren. Wisst ihr, welches Spiel mal ein anderes Spiel umbringen wollte, zumindest dem Namen nachher zu urteilen? Call of Duty. Die wollten nämlich Medal of Honor umbringen. Die haben sich während der Entwicklung nämlich Projekt Medal of Honor Killer genannt, bevor das Ding dann irgendwann mal Call of Duty hieß. Eigentlich nur, weil sie den bis dato herrschenden King auf dem Thron der Weltkriegsshooter verdrängen wollten. Ja, schöner Name. Hat ja auch irgendwie geklappt. Hätte sich wahrscheinlich auch ganz gut verkauft als Medal of Honor King, Killer, aber Call of Duty ist auch ganz geil. Kommen wir von Knastgeschichten und Schießspielchen zur Vermischung von beidem Knast-Schießspielchen? Nein, wir kommen zu Bohemia Interactive, also dem Studio, die unter anderem Arma 3 produziert haben und zwei Entwicklern davon, die sich für Location Scouting nach Lemnos begeben haben. Das ist eine griechische Insel, das ist einfach so eine Touri-Insel halt, auf der sich aber leider auch eine griechische Militärbasis befindet. Upsi. Und das hat dann dazu geführt, weil die beiden Herrschaften anscheinend doch irgendwo mal über den Zaun geklettert sind, dass sie dann für 128 Tage ins griechische Gefängnis durften. Ihnen wurde eben Spionage vorgeworfen. Es war aber gut, ich meine, das Spiel ist realistischer geworden dadurch wahrscheinlich. Ja, definitiv. Also, das ist der Preis, den man dafür zahlt. Und ihr wundert euch, warum so ein Spiel dann am Ende so teuer ist. Wobei Arma 3 gar nicht so teuer war. Weißt du, die haben die Kaution mit reingerechnet? Wahrscheinlich. Den Preis vom Spiel. In dem großartigen N64 Pikachu-Kontrollspiel Hey You Pikachu, wo ihr quasi auf dem N64-Controller so einen kleinen Mikrofon-Dongle drauf habt und dann könnt ihr da reinrennen und sagen, hey Pikachu, töte dieses Garados oder hey Pikachu, sei süß. Oder irgendwie Donnerschlag. Aua, Donnerschock, Olli. Donnerschlag gab's auch. Du hast recht. Egal. Da gibt's einen regionalen Unterschied. Und zwar gibt's in der japanischen Version die Eggplant, also die Aubergine. Da man die aber in Amerika anscheinend nicht so wirklich kannte, haben sich die Amerikaner gedacht, wir ersetzen die mit Mais. Und dadurch gibt's aber einen extra Befehl, den die Japaner nicht haben. Man kann nämlich mit Pikachu diesen Mais auch schocken und dann wird daraus Popcorn. Aber da die Japaner eben nur Auberginen haben und man die schlecht schocken kann, weil dann wird da nur eine matschige, gegrillte Aubergine und das will ja auch keiner. Kein Popcorn für Japaner. Sad. Dieser Fact wurde sehr viel länger, als er nötig war. Ja. Wer in GTA 5 den Charakter wechselt, erhält im Moment des Wechsels immer eine kleine Sequenz, wo der Charakter sich gerade befindet und was er gerade macht, um zu suggerieren, dass sie natürlich auch ein Leben weiterführen, während ihr nicht mit ihnen spielt. Wenn man auf Trevor wechselt, dann gibt es eine minimale Chance, dass der gerade auf einem Miniscooter unterwegs ist und anderen Leuten auf Miniscootern hinterherfährt, um zu rufen, hey, I'm your Scooter Brother! Und we're Scooter Brothers! Das ist wiederum eine Referenz an ein ganz, ganz berühmtes Let's Play-Video von GTA 4, wo jemand anderen Leuten mit Scootern hinterherfährt und genau das sagt. Und zwar viel zu lange. Viel zu lange. Vier Minuten oder so. Ja. Scooter Brother! We're Scooter Brothers, Olli! We're Scooter Brothers! Don't leave me! Och, mein Hals hat gerade dreimal geknackt gefühlt. Nice. Chiropraktiker confirmed. Ihr kennt uns ja, wir lieben Borderlands. Vor allem Borderlands 2 und Tiny Tina, die kleine, verrückte, bombenliebende, verrückte Dame, die ein etwas träges Auge hat, was immer so ein bisschen nachzieht. Und man könnte meinen, das ist ein genialer Streich des Charakterdesigns. Falsch gedacht. Denn tatsächlich ist das ein Bug, den die Entwickler entdeckt haben frühzeitig und sich dann irgendwann gedacht haben, nee, weißt du was? Eigentlich passt das ganz gut zu ihrem Charakter. Lassen wir drin, sieht lustig aus, macht sie noch ein bisschen verrückter, als sie eigentlich ist. Mir tun die Augen weh. Hast du versucht? Ja. Kriegt man das hin? Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das Spiel Time-O aus 2011, das ist so ein Action-Adventure, wo man so durch New York stratzt und dann gibt es irgendwie so eine Parallelgeschichte. Könnt ihr euch mal angucken, ist ganz lustig. Das sollte aber ursprünglich mal eine Adaption der Ghostbusters-Filme werden. Das Studio dahinter, Zootfly, hat dann aber, wie das so oft ist, die Lizenzen nicht bekommen, weil ein anderes Studio genau zu diesem Zeitpunkt ganz, ganz heimlich, still und leise Ghostbusters The Video Game entwickelt hat. Dementsprechend hat man da die Lizenzen nicht doppelt vergeben wollen und deswegen wurde aus dem Untitled Ghostbusters Game eben Time-O. Ist aber auch nicht so schlimm. Genau wie bei Nintendo damals, die ursprünglich ein Popeye-Spiel machen wollten, die Lizenz nicht bekommen haben, und dann wurde Super Mario draus. In dem Fall ist das ganz gut gegangen. Habt ihr eventuell sogar schon mal bei Random Game Facts gehört. Ich weiß nicht, wer von euch noch den Beat'em-up-Klassiker Final Fight kennt. Falls nicht, unbedingt nachholen, tolles Spiel. Die Story von Final Fight ist ein bisschen flach und lässt sich ungefähr wie folgt zusammenfassen. Zwei Kumpels, Guy und Cody, treffen sich. Ich bin Guy, du bist Cody. Hi, Cody. Oh. Na, alles klar? Oh mein Gott, Guy, meine Freundin wurde entführt. Was machen wir nur? Du hast eine Freundin? Ja, ich habe eine Freundin. Sie heißt Jessica. Wir müssen losgehen und alle verprügeln, die meine Freundin entführt haben. Okay, Cody, du bist mein bester Freund. Wir sollten losgehen. Los. Guy und Cody gehen los und verprügeln alle, um deine Freundin Jessica zu retten. Guter Plan. 2 Stunden später. Guy, wir haben whole New York verprügelt. Super, Cody. Und jetzt ist deine... Nice. Wer war das nochmal? Jessica. Deine Freundin. Ja. Die haben wir jetzt gerettet. Und lustigerweise ist in den meisten Enden von Final Fight eine Szene zu sehen, in der Guy Cody plötzlich eine verpasst. Und alle Welt fragt sich, warum? Ja, und dachten, wahrscheinlich ist der Guy einfach nur eifersüchtig, weil der Cody die Jessica bekommen hat. Aber das ist falsch. Das stimmt gar nicht. Tatsächlich hat der Cody nämlich die Jessica, die nach ihm gerufen hat, einfach ignoriert. Und der Guy dachte sich so, Digga, wir haben jetzt die ganze New York verprügelt. Ja, und du ignorierst deine Freundin. Was stimmt mit dir nicht? Gib dem erstmal eine richtige Ordnungsschelle, damit der Junge wieder in die richtige Spur kommt. Ja. Außerdem hat der Guy eine Freundin, die heißt nämlich Rena. Ja. Ja. So, der braucht die Jessica gar nicht. War eigentlich ganz nett gemeint, ja. Die Schelle. In dem Spiel mit dem sehr, sehr langen Namen Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations gibt es eine Figur mit dem Namen Furio Tigre oder Furio Tigre oder irgendwie so in der Art und der knurrt immer so ein bisschen vor sich rum und es kann durchaus dazu kommen, dass der große Oberrichter ein bisschen Angst hat vor dem guten Furio, ja, und nicht mehr hämmert und dann sagt der Richter Ro-Ro und das kennt ihr eventuell, denn Ro-Ro ist der Catchphrase von Scooby-Dooby-Doo aus Amerika. Wir reden jetzt nur noch so oder ist das nur in dem alten Fakt hängen geblieben mit der Final Fight? Wahrscheinlich. Oh, scheiße. Guy. Okay, gut. Guy. Okay, Cody. Ja. Lass uns alle verprügeln. Lass uns alle verprügeln. Ich hab zwar immer noch nicht verstanden, was Scooby-Doo mit Phoenix Wright, Ace Attorney, Trials and Tribulations zu tun hat. Es ist lustig. In Super Mario 3D World gibt es das sogenannte Double Cherry Power-Up, das dafür sorgt, dass ihr einen zweiten oder dritten oder vierten oder fünften Super Mario in derselben Stage drin habt. Dabei handelt es sich witzigerweise auch um eigentlich einen Programmierfehler, bei dem ein Entwickler versehentlich einen zweiten spielbaren Mario in der Stage platziert hat. Dachte sich Nintendo, ey, das finden wir eigentlich ganz cool, lassen wir drin, machen wir ein Power-Up draus. Ne? Zwei Marios sind besser als ein Mario, sagte schon mein Großvater. Aus Fehlern soll man bekanntlich lernen. Sagte Ollis Großvater und was Flo's Großvater sagte war, Junge, wenn du bei Dr. Freud auf dem Kanal bist, guck dir bloß alle Videos an, denn du weißt nicht, wie lange die noch da sind. Wir hatten ja damals gar nichts, nicht mal Dr. Freud. Und also Daumen hatten wir, aber wir hatten nichts, wo wir draufklicken können. Und abonnieren konnten wir auch nichts. Und Glocken haben wir gehört, aber das hieß damals was anderes. Oh. Ja, das ist die Weisheit des Tages. Nehmt alles mit, was ihr... Take all you can get, give nothing back. Aus welchem Film war das? Pirates of the Caribbean? Das kann gut sein, ja. Was meine Oma immer gesagt hat, ist, du sollst die Dr. Freud Livestreams schauen. Da gibt's heute Abend nämlich wieder einen. Wow. Meine Oma wusste Oma das war schon. Ein Oma-Rakel. Ich habe zwei Sachen gesagt. Keine Ärmchen, keine Kekse und guck dir die Livestreams von Dr. Freud an. Geht das auch ohne Ärmchen? Keine Kekse? Nee, keine Livestreams gucken. Achso, keine Livestreams, keine Kekse. Na, aber kann man auch ohne Ärmchen Livestreams gucken? Was? Moment, was?